Trotzdem hätte ich jetzt gewartet, dass die Spinnen aufgeführt werden. Warum direkt durch? Ja, warum nicht? Durchbruch! Der Gang ist ja da. Und wie gesagt, erste Cave ist eigentlich kein Problem. Ich frage mich nur gerade, bleiben wir denn in jedem von diesen Spinnenweben hängen? Nee, ne? Das ist so lange her, dass ich in einem Cave war. Ist halt auch länger her, dass ich zwar Fortus gespielt habe. Ich weiß nur, dass die Spinnen, abgesehen davon, dass sie ständig die Viecher verlangsamen, eigentlich ganz in Ordnung waren. Also zu besiegen. Aber die blieben, glaube ich, auch nicht. Cave Spiders blieben, glaube ich, nicht in Traps hängen, ne? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich bin jetzt auch gerade am Überlegen, ob wir jetzt diesen Gang, den wir hier haben, einfach mit Fallen vollkleistern, falls doch mal was kommt. Ich könnte auch das Militär hier unten positionieren, erstmal gucken gehen. Es wird sowieso jetzt irgendein neugieriger Zwerg loslaufen und gucken. Humor. Das ist aber dann eine sehr mächtige Spinne gewesen. Ich weiß nur, dass man die Spinnen auch selber theoretisch nutzen kann, wenn die Seide verschießen. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann war das, glaube ich, so. Spinnenseide auf Cage Trap kann Forgotten Beasts fangen, die normalerweise nicht gefangen werden können. Aber nur in der, wo da läuft schon einer los, hat sie direkt die Seide geschnappt. Der weiß, was Sache ist. Na gut, dann, wie gesagt, ab jetzt Seidenklamotten. Und so lange. Ach komm, wir nehmen es einfach irgendein Squad und sagen: Hier, guck dich hier mal um. Ich werde sie einfach machen. So, S, A. Der Rützian kann jetzt ja mal gucken gehen. S, S, A, M. Ne, Rützian war gar nicht A, ne? S, A. Destins Tours. Destins Tours ist. Gestahl. Ich habe deinen Vornamen vergessen, aber der Nachname war Gestahl. So, der zieht los und kümmert sich drum. Da macht Gestahl das halt. Mit seinem Trupp. Und schaut sich jetzt mal hier unten um. Ich hoffe, ihr seid alle trainiert. Wisst, was ihr tut. Wir können noch mal gucken. Es gibt aktuell immer noch nichts. Also, nichts Böses, was nicht schon gefangen ist, so muss man sagen. Da kommt der Squad. Und ein Zwerg, der Seide sammeln möchte. Der ist auch sehr schmerzfrei und denkt sich, ich laufe hier mal los. Hallo Spinni. Also. Wo lauft ihr denn mal hin? Ihr könnt doch theoretisch... Erstmal irgendwie in so ein Loch laufen. Hier, ihr lauft jetzt einfach mal dahin. Ihr werdet den Weg dahin schon finden. Ich bin da ganz optimistisch. Und wir brauchen wieder Granit. Da laufen sie. Also ich muss die ganze Höhle eingeebnet werden, weil diese 5 Millionen Ebenen hier irritieren mich immer. So. Habt ihr was gefunden? Nein? Okay, weiter geht's. Einmal nach da. Lass mal Cave aufklären. Bitte nirgends hängen bleiben. Schön brav bleiben. Noch einmal kurz gucken. Der liest immer noch ein Buch. Alles ist freundlich. Nichts Böses. Es geht ganz schön weit runter. Also so richtig weit runter. S, A, M. Immer hier hin.
Wo seid ihr? Da. So, noch tiefer ist es anscheinend nicht mehr. Geht's hier irgendwo? Da können wir noch hingehen. Hier geht's auch hier. Ah, hier geht's sogar aus der Karte raus. Das heißt, da kann wieder alles Mögliche reinlaufen. Das ist ja immer das Ungünstige. Das heißt, wo läuft ihr jetzt? Guckt euch erstmal weiter um. Da laufen sie. Schmaler Gang. Zwei schmale Gänge anscheinend. Immer noch kleine Spinnen sind immer noch 89. Da waren, glaube ich, wohl auch 89. Alles gut. Ich habe gerade vergessen, wo ich mein GT hingeschickt habe. Da läuft es zumindest. Immer im Auge behalten, sonst verliere ich das. Geht mal gucken. Aber jetzt geht er wieder tiefer, ne? Okay, ist nicht schlimm. Da geht es auch wieder so ewig weit runter. Da scheint aber auch nichts zu sein. Habe ich euch jetzt laufen lassen? Man sollte sie im Blick behalten. Das ist, glaube ich, einfacher, als sie immer wieder suchen zu müssen. Hundert. Oh Gott, es ist was passiert. Das kann natürlich auch der gigantische Olm sein. Oder einer von den 500 Troglodyten, die vorher noch nicht da waren. Also nicht so viel, glaube ich. Es ist jedenfalls nichts Böses aufgetaucht, so wie es aussieht. Okay, alles gut. Keine Panik. Ja, und das Granit ist alle. Ist ja gut. Oh. Jetzt kommen sie. Hier geht es noch tiefer. Ja, Militärsch. Die da zumindest 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 von 10. Jemand haben sich mehr als die eigentlichen 5 getroffen und sich gedacht, ja, wir machen mal mit. Wir von mal nach da, da wird es wohl noch weitergehen. Ganz viele schmale Gänge. Die sind immer so groß, die Caves. Ich finde es vor allem gut, wenn ich denen sage, lauft irgendwo hin. Die finden sofort den Weg. Die verlaufen sich hier unten, nicht? So. Aber gute Laune haben sie trotzdem nicht, unsere Soldaten, ne? Decken sich auch immer noch so von wegen, ja, eigentlich wollte ich was anderes machen. So. Geht das mal ab. Ich habe schon wieder den Eingang verloren. Der 5. So. Und jetzt habe ich natürlich unser Militär verloren. Deswegen wo hier hinten. Da. Immer noch alles gut. Also, kam jetzt ein Großteil des Caves, haben wir deswegen schon gesehen. Da war er schon. Da. Da geht's auch wieder raus. Ja, irgendwo, genau, hier oben haben wir noch nicht geguckt. Da geht's noch weiter. Genauso wie da. Geht mal nach da.
Da geht's auch wieder raus, ne? Ja, da wird's auch wieder rausgehen. Also normalerweise würde eine Mitteilung kommen, wenn die halt ein Loch finden. Also normalerweise kommt eine Meldung, es wurde das und das für die Cave entdeckt. Und dann käme noch eine Meldung, dass sie einen Durchbruch gefunden haben. Normalerweise. Daran sieht man dann, dass eine Cave mit einer anderen Cave verbunden ist. Außer das haben die auch geändert seit der Version von vor knapp 2,5 Jahren, in der ich gespielt habe. So, also wir haben jetzt. Haben wir jetzt noch irgendwo was offen, wo wir. Ja gut, wir müssen theoretisch noch. Wir sind die unterste Ebene von dem Cave. Ist halt nach überall hin offen, ne? Das heißt, von überall außerhalb der Karte können wir Besuch kriegen. Wenn ich jetzt hier unten gucke. Da ist alles irgendwie verbunden. Hier waren wir anscheinend noch nicht komplett. Hier sind noch leere Gänge. Also A, M, ne. Dann nochmal S, A, M. Geht nochmal dahin. Was ist denn das hier? Ich das vergessen zu. Die haben sich da geweigert. Die haben die Arbeit vergessen. Einfach eingestellt. So, ihr seid doch jetzt verbunden. Also nochmal erstmal das hier wieder zu machen. Einer von den ganzen Eilern kann aber kurz an den Level ziehen. Gucken, ob das zu ist. Und dann sorgen wir mal dafür, dass die Asa-Liste kleiner wird. Na? Der eine Soldat hat keinen Bock mehr. Aber wir könnten auch theoretisch. Das erstmal wieder aufheben. Wir haben einen Großteil des Caves uns erstmal angeguckt. Also wie gesagt, die Grenzen sind an zig Ecken offen. Also egal, wo irgendwie was ist, von den Seiten kann immer irgendwelche neues Getier, Forgotten Beast und so weiter reinkommen. Ist aber nicht schlimm. So. Gut, fliegende Viecher könnten hier nachher auch rein. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich bin gerade am Überlegen. Was? Ihr seid diese komischen Tetrahydriten, oder was? Nee, das ist der Ollen. Und da laufen hier in den Gängen Zwerge rum und sammeln jetzt überall die Seide ein. Also im Notfall müsste man irgendwann mal den Seidenjob grundsätzlich verbieten. Das geht ja auch. Mach mir aktuell immer. Ja, okay. Ich werde jetzt ein bisschen Granit in Auftrag geben. Dafür haben wir unsere Mine. So, damit ihr nicht mehr jammern könnt, dass euch das Granit ausgeht. Hier, alles Granit. So, mach bis da. Ein bisschen mehr. So. Euer Granit. Oh, das Flatgate ist unten. Und jetzt kommt eigentlich das, was mir doch auch ein bisschen leid tut, weil das total hart ist. Ich finde, das, was jetzt kommt, ist eigentlich total hart. Jetzt geht das gleich auf. Und vor allem, das fließt da gleich so langsam, wenn es wie bei den anderen so extrem langsam reinläuft und so wie das hier halt reingelaufen ist. Es geht ja nur über diesen kleinen Weg. Ist das total deprimierend. Also für die Goblins. Die stehen jetzt halt gleich da und sehen dann langsam das Wasser kommen. Über Tage wird das steigen. Da kommt es. Das dauert. Sorry, Goblins. Aber das mit dem Erschießen lief ja nicht ganz so gut.
Also es hätte jetzt auch ohne Probleme funktioniert, weil wir haben die jetzt hier alle entwaffnet. Ach ja, jetzt kommt ja überall der ganze Rotz rein. Jetzt tut mir ja... Es wachsen einfach überall Bäume auf der Schießanlage. Also Pilze. Oder der Rützian in seiner Stube hier. Guck mal, der hat das, glaube ich, schon. Ist das nicht deine gewesen? Ja, guck mal, ich hab mir dein Zimmer gemerkt. Und da wächst schon ein Pilz. Das könnte daran liegen, dass da immer jemand seinen Müll liegen lässt. So. Ich möchte mich aber nicht beschweren. Oh, was wächst hier? Pigtails. Pigtails wachsen jetzt einfach so. Brauchen wir nicht mehr anpflanzen. So. Ja, frische Nahrung. Ist ja in Ordnung. Hast halt keinen Bock mehr, immer hier in einer überfüllten Taverne dir was zu holen oder hier unten aus dem Riesenstock, weil du züchtest dir dein Essen jetzt selbst auf der Stube. Kannst du ja machen. Du hast ja wenigstens, sagen wir, das Glück, in einer Matschstube zu wohnen. Die hier werden keine Pilze in ihren Zimmern züchten können. Die haben das richtig schön engraved und so weiter. Das, was sie unten auf Stein haben. Ich mache mir gerade nur Sorgen, dass bei uns in der großen Halle, da hier ja ein bisschen Lehm noch ist, aber das kann ich doch ändern, oder? Kann ich da nicht einfach einen neuen Boden drauf bauen? Wäre das nicht eigentlich total cool, wenn ich jetzt sage, hier, mach mal Flor und dann kann ich den nicht austauschen? Aus Goldbarren? Nein, das ist übertrieben, aber jetzt hier aus, ich weiß nicht, woraus besteht der Boden? Sollten wir vielleicht nachgucken, dann nehmen wir den passenden Stein dafür. Claystone. Okay. B, Shift C, Floor. Dann machen wir hier jetzt einfach mal Claystone-Boden rein. Damit, also, es kann ja überall wachsen, ne? Aber nicht in der großen Halle. Ach, Abend. Ui, hui. Ui, hiu. Mensch, ich bringe keine letzten beiden Buchstaben immer durcheinander. Natürlich leben und wuseln sie noch. Was ist das für eine Frage? Die haben ihre Pilze gefunden und züchten die in ihren eigenen Zimmern. Schön ist, dass jetzt die alten Farmen, die wachsen jetzt auch wieder. Warum ist da noch ein Workshop? Was ist das für ein Workshop? Warum gibt es dich? Fangen die an, hier hinten jetzt, wenn man vergisst, die Workshops abzureisen. Da ist noch einer. Die bauen jetzt hier hinten die Sachen und schleppen die dann einmal quer durch die Weltgeschichte. Hätte man mal drauf gucken können, ne? So. Unten Cave. Ist jetzt ja erstmal alles gut, ne? Mal gucken. Asa. Ja, gut, diese gigantischen Viecher. Ich glaube, die Liste der Cage Prisoners ist doch ein bisschen kürzer geworden. Ja, die Zeit bei dem Spiel ist immer so eine Sache. Ich finde aber, also für mich persönlich fand ich es jetzt ganz gut, dass ich das jetzt sozusagen einmal die Woche, jeden Sonntag, immer schön war Fortress. Da ist ein schöner Rhythmus drin. Und ich überspiele mich nicht. Ich habe ja meistens die Sache... Achso, das ist der Wehrmonitor. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir einen Berserker? Aber das ist ja unser Wehrmonitor von ganz am Anfang. Wenn ich jetzt total gehypt bin von dem Spiel, dann spiele ich das ewig. Das ist ein Zombie. Das ist eine Necromancer-Festung. Da werden Goblins wiederbelebt. Und das sind dann unsere Freunde. Warum haben wir Troglodyten-Ghule? Das irritiert mich gerade viel mehr. Also die Goblin-Ghule, die haben wir schon ewig. Also schon seit 2 oder 3 Wochen. Aber die Troglodyte, die irritieren mich gerade.